Hey Leute, und willkommen zurück zu Rust. So, heute geht es, wie versprochen, um das vorzeitige Beenden von irgendwelchen Iterationen. Zum Beispiel, wenn irgendwelche speziellen Eingabevariablen wahr geworden sind. Also zum Beispiel, wenn der Benutzer hat X eingegeben oder sowas. Also zum Beispiel, ihr wollt diese Schleife hier sehr, 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 sehr häufig ausführen. Und ihr wollt nur abbrechen oder ihr habt sogar eine Endlosschleife, das funktioniert mit Loop übrigens auch ganz toll. Und ihr wollt nur ausbrechen aus dieser Schleife, wenn der Benutzer irgendwas Spezielles gemacht hat oder sowas. Also bla bla. So, und if Benutzer hat X eingegeben, ich mache es jetzt nochmal zurück für die Vorschleife, weil ich jetzt keine Benutzereingabe machen möchte. Wenn der Benutzer jetzt tatsächlich irgendwas eingegeben hat oder irgendeine andere Bedingung wahr geworden ist, sagen wir einfach mal, i ist gleich 7. Wenn i 7 ist, dann wollen wir aus dieser Schleife raus. Und wie machen wir das, aus dieser Schleife rauszubrechen? Naja, wir sagen break dazu. Break ist ein ziemlich witziges Statement, mit dem ihr vorzeitig aus irgendwelchen Schleifen springen könnt. Also Achtung, ich schreibe jetzt hier dieses Break rein. Hier unten gebe ich auch noch mal kurz dieses I zurück. Nicht dieses I. Außerhalb. So. Okay, also wir geben jetzt I aus. Und wenn I 7 ist, dann breaken wir aus dieser Schleife. Aber Achtung, wir geben zuerst aus und dann breaken wir. Okay? Also, führen wir das einfach mal aus. Gut, kompiliert ist es. Und jetzt. So. Wir haben hier erstmal 5 ausgegeben. Naja, wie bekannt, wir fangen links an in der Schleife. Dann vergrößern wir i um 1, gehen zur 6. Okay, 6 ist auch noch in Ordnung. So, und bei der 7 sind wir jetzt hier immer noch ganz normal in der Vorschleife. Wir würden ja theoretisch weiterlaufen, bis i 9 ist. Okay, das heißt, i ist 7. Wir gehen hier rein. Und wir geben 7 aus, weil wir haben hier geschrieben i gleich 7, weil i ist ja gerade 7. Okay, if i gleich 7, so jetzt überprüfen wir hier. Wenn i 7 ist, dann breaken wir. Das heißt, diese Schleife wird beendet. Wir springen, wenn wir hier ankommen, direkt unterhalb der Schleife wieder ein. Das heißt hier. Und dann geben wir nur noch außerhalb ein. Okay, so. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit und zwar möchte ich vielleicht einfach nur, ach so, ich möchte euch noch zeigen, was passiert, wenn ich hier das Break oben drüber schreibe, denn es passiert genau hier. Das heißt, der Code hier unten wird auch nicht mehr ausgeführt in dem Durchlauf i gleich 7, weil jetzt dieses Break über dem Printline steht. Wie das dann aussieht? So. Wir geben 5 und 6 aus und im Durchlauf 7 gehen wir hier rein, prüfen, ist i 7. Okay, i ist 7, also gehen wir hier in die if-Schleife rein und führen die Funktion oder das Statement break aus, springen hier runter und dann führen wir direkt hier weiter aus. Aber dieses Printline für i gleich 7 wird nicht mehr ausgeführt, weil wir hier schon rausgesprungen sind. So, zum Continue, das ist das zweite Statement, mit dem ihr so ein bisschen Kontrolle über eure Schleife habt und das ist in dem Standardfall auch ein bisschen sinnvoller. Break möchte man eher wirklich für Benutzereingaben oder sowas machen. Continue ist, wir überspringen einen Schleifendurchlauf. Wie das jetzt aussieht, ich mache gerade mal kurz die zwei Fenster zu. Wie das aussieht, folgendermaßen. Und zwar, ich starte. Und was jetzt passiert ist, wir fangen wieder ganz gewohnt bei der 5 an, also beim linken Element. Dann ist i ja ungleich 7, das heißt, wir gehen hier nicht in die if-Schleife rein, okay, wir gehen einfach unten drunter wieder rein. Printline i gleich 5, das ist diese Ausgabe hier oben. Dann für 6 genau dasselbe und bei 7 ist es jetzt so. Hier, diese Bedingung wird wahr, das heißt, unsere if-Bedingung wird ausgeführt. Und wenn die ausgeführt wird, dann wollen wir continue machen. Das heißt, wir springen direkt von diesem Statement hier. Wir führen den Code, was unten dran steht. Oh, irgendeine höhere Macht, die sich Post nennt, möchte gerade nicht, dass ich aufnehme. Ich hoffe, es stört euch nicht allzu sehr, dass ich jetzt ein bisschen außer Atem bin, weil ich gerade einen Kinderwagen für den Kindergarten unter uns angenommen habe. Aber hey, ja, was soll's. Gut, machen wir weiter. Also im Fall i gleich 7 springen wir direkt von diesem Continue-Statement, das wir ausführen, weil hier diese If-Bedingung wahr geworden ist, springen wir direkt von hier.
wieder nach oben. Also diesmal nicht nach unten, sondern diesmal nach oben an den Beginn der Schleife. So, und dann ist aber i immer noch gleich 7. Dann wird es erhöht, also auf 8 gesetzt. Und wir kriegen als nächstes, weil ja die Schleife, die if-Bedingung nie mehr wahr wird, kriegen wir die Ausgabe i gleich 8 hier unten und i gleich 9 und dann sind wir hier fertig. Das heißt, wir überspringen diesen einen Durchlauf. Achtung, wenn ich hier oben, wenn ich sowas mache und dann das Ganze nochmal bilde und go. So, was dann passiert, ist ganz witzig. Und zwar diese 5, 5, 6, 6, 8, 8 und 9, 9, die können wir uns erklären, das ist ganz klar. Aber die 7, die wird einmal ausgegeben und einmal nicht. Naja, das liegt daran, einmal wird sie ausgegeben, dann kommt dieses Continue Statement und dann springen wir von hier, also von diesem Continue Statement, überspringen das hier, gehen direkt wieder hier hoch und sind dann bei der 8. Das heißt, das erste Mal wird es ausgeführt, also ausgegeben auch, diese 7. Aber das zweite Mal hier unten wird es nicht ausgegeben, weil wir hier vorher wegspringen. Okay, soweit? Gut. Jetzt kann ich natürlich auch noch ganz fiese Sachen machen. Und ich hoffe, ich überfordere euch jetzt nicht. Ansonsten schaltet einfach kurz ab und schaut vielleicht später, wenn ihr ein bisschen Übung habt, nochmal rein. Und zwar kann ich Folgendes machen. Ich kann, ach, wobei, wieso, was mache ich denn? Ich kann hier einfach schreiben, okay, stinknormale Vorschleife. So, und jetzt mache ich eine zweite Vorschleife außerhalb von dieser ersten Vorschleife. Sagen wir einfach mal J dazu. J in 0 bis 42. So. Und jetzt. So. Und was ich jetzt tue. Ich habe zwei Vorschleifen, die geschachtelt sind. So heißt das Ganze. Das heißt, ich führe diese Schleife hier, okay, das hier führe ich 42 Mal aus, nämlich wenn J0 ist und wenn J1 ist, 2 ist, 3 ist und so weiter und so fort, bis J41 ist. So, aber jedes Mal, wenn ich hier durch diese Schleife durchlaufe, führe ich den Code, der hier drin steht, aus. Naja, aber der Code, der hier drin steht, der wird auch mehrmals ausgeführt. Das heißt, ich führe jedes Mal, wenn ich in diese Schleife reingehe, also 42 Mal insgesamt, führe ich diese Schleife hier aus. Aber diese Schleife führt den Teil hier wieder fünfmal aus. Das heißt, insgesamt führe ich diese Anweisung hier drin fünfmal 42, also fünfmal 42 Mal insgesamt aus. Jetzt könnte man meinen, dass das ja so ewig geht und so weiter und so fort. Tut's nicht, ihr habt gesehen, es ist instant da, weil unsere PCs einfach extrem schnell sind mittlerweile. Das heißt, uns kümmert so mehrere geschachtelte Vorschleifen. Pff, wen kümmert es schon? Ziemlich geil eigentlich, dass es so schnell geht. Aber das ist eigentlich nicht das, was ich euch zeigen wollte. Okay, es ist auch das, was ich euch zeigen wollte, aber es ist vor allem, dass man in Rust auch die Schleifen benennen kann. Zum Beispiel kann ich meine Schleife hier äußere Schleife nennen. Ich nenne sie jetzt Outer für äußere im Englischen, nur dass da kein Ä drin vorkommt. Und ich nenne meine innere Schleife, oh, Achtung, hier oben dieses zweite Anführungsstrichler muss weg. Und ich nenne meine innere, ups, inner, also innere Schleife sozusagen. Okay, das heißt, ich habe hier ein einfaches Anführungsstrichle und dann den Namen meiner Schleife sozusagen. Und wenn ich jetzt hier drin bin, kann ich sagen, okay, if i gleich 7, dann mache ich Folgendes. Ich breche oder ich mache einfach mal Continue. Ich continue meine innere Schleife. So, Achtung, auch wieder ein Anführungsstrichle. Und das war's dann. So, mache jetzt Rebuild hier. Und dann führe ich das aus. Ich mache hier mal, ich mache das noch ein bisschen kleiner, dass man es auch schön sehen kann. 0 bis 3. Damit wir auch den Code ein bisschen durchgehen können und ich nicht 10 Jahre suchen muss. So.
Okay, was habe ich jetzt gemacht? Ich führe die äußere Schleife dreimal aus, also 0, 1 und 2. Und jedes Mal führe ich die innere Schleife fünfmal aus. Das heißt 5, 6, 7, 8, 9. 5, 6, 7, 8, 9. So. Aber jedes Mal, ups, okay, das macht relativ wenig Sinn. Ich habe ja gerade ein Continue hier. Tut mir leid. Jetzt. So, dass man auch was sieht. Ihr habt ja gerade vorhin gesehen, Continue bringt nichts, wenn es ganz unten steht, weil dann macht es einfach nichts mehr. Jedes Mal, wenn i gleich 7 ist, dann springe ich von hier wieder hierher. Das heißt, ich springe zu meinem Inner. Ich continue die Innerschleife, also die, die den Namen Inner hat. Okay. Also 5, 6 und dann überspringen wir die 7. 8, 9, 5, 6, 8, 9, 5, 6, 8, 9. So, jetzt kann ich aber noch geiler sein und kann sogar die äußere Schleife überspringen. Was macht denn das jetzt? Naja, probieren wir es aus. Continue Outer. Funktioniert übrigens auch mit While-Schleifen oder mit der Loop, also mit einfach nur Loop. Rebuild und wir führen es aus. So, was das jetzt macht, ist ziemlich witzig. Wir sagen Continue jedes Mal, wenn i gleich 7 hier ist. Das heißt, wir gehen hier rein, j ist 0 und dann läuft i von 5 über 6 und wenn es bei 7 ist, dann springen wir von hier direkt wieder hier oben hin. Das heißt, wir sind quasi komplett aus der rausgebrochen und continuen jetzt diese Schleife hier. Okay, also haben wir hier nur die Ausgabe 5, 6, 5, 6 und nochmal 5, 6. Weil 8 und 9, selbst durch dieses Continue, 8 und 9 kann nicht ausgeführt werden, weil wir selbst die äußere Schleife hier continuen. Und das Ganze kann ich auch mit Break machen. Ich kann die innere Schleife brechen, sozusagen. Und ich kann die äußere Schleife brechen. Also hier so. Da kommt dann dasselbe raus wie gerade eben, weil ich ja quasi aus dieser Schleife rausbreche. Und ich kann die äußere Schleife brechen. Und was das macht, ist ja halt das Härteste, was man so finden kann. Wir kriegen einfach nur das erste Mal 5, 6 als Ausgabe und danach wird diese äußere Schleife direkt beendet und wir springen hier unten raus. Gut. Und somit haben wir extrem viel Kontrolle über unsere Schleifen und ich habe schon wieder fast 13 Minuten gelabert. Ich hoffe, ihr habt das alles verstanden. Ansonsten schaut euch das Video einfach noch zwei, dreimal an oder schaut euch meine anderen Videos an oder übt einfach ein bisschen und ja, kommt einfach später nochmal zurück. Und ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.